Leon Andreasen, die Frage klingt banal, aber wie geht es Ihnen? Ja, heute ist natürlich ein schlechter Tag. Also es hat so gut angefangen nach meiner letzten Verletzung und dann jetzt leider ein Kreuzbandriss. Aber ich muss ja irgendwie noch das Positive sehen. Und das ist meiner Meinung nach, dass ich diesmal weiß, was ich habe. Und ich kann mir ein Ziel setzen und daran arbeiten. Wie haben Sie die Szene im Spiel gegen Nürnberg erlebt? Ja, so ganz genau weiß ich nicht. Also ich bin irgendwie so hängen geblieben mit meinem rechten Fuß und ich wollte, glaube, mein Körper wollte nach links, aber mein Fuß ist hängen geblieben irgendwie so. Wie haben Sie die Diagnose denn aufgenommen vom Arzt? Ja, gestern nach dem Spiel war schon schwer für mich, aber heute Morgen wusste ich schon ungefähr, dass es dann auch das Kreuzband war. Also war nicht so schwer heute Morgen wie gestern Abend, weil ich ja. Trotz der Schwere der Verletzungen hört sich das immer noch an, als würden Sie das Positive darin sehen. Woher kommt dieser Optimismus? Ja, also durch meine letzte Verletzung hat es ja gezeigt, dass es lohnt, sich zu kämpfen. Und das werde ich diesmal auch tun. Es ist nicht leicht und ich möchte mich auch gerne bedanken bei allen, die ich gewendet habe, sagt man so. Und ja, ich gebe Gas und hoffentlich bin ich dann auch am Ende der Saison wieder da.